Im letzten Podcast von Straight Loud ging es um das Thema Datensicherung. Wer es möglichst einfach will, kauft sich den Zugang zu einem Cloud-Anbieter. Den großen Anbietern wie Dropbox oder OneDrive wird wegen den laxen Datenschutzbestimmungen und wegen der Spionage der Geheimdienste kein großes Vertrauen entgegengebracht. Edward Snowden hat den Cloud-Anbieter SpiderOrg empfohlen. Diesen werden wir uns im Video genauer anschauen. Laut eigenem Bekunden werden die Daten verschlüsselt gespeichert und der Anbieter selbst hat keinen Zugriff auf die Daten. Ich habe getestet, ob sich dieses Angebot auch als Backup anbietet. Wie man es von Dropbox und anderen Anbietern kennt, wählt man einen Ordner, der synchronisiert wird. Alle Dateien, die in diesem Ordner abgelegt werden, werden automatisch verschlüsselt zu den Servern von SpiderOrg übertragen. Damit hat man den Vorteil, dass man selbst nicht aktiv werden muss und gleichzeitig die Daten an zwei getrennten Orten liegen. Jetzt die Frage der Versionierung. Ich habe eine Textdatei angelegt und den Inhalt geändert. SpiderOrg speichert jede Version der Datei. Die alten Versionen können problemlos wiederhergestellt werden. Das gleiche gilt für versehentlich gelöschte Dateien. Auch diese lassen sich wiederherstellen. Im Programm von SpiderOrg hat man aber zusätzlich die Möglichkeit, die Dateien komplett zu löschen, sodass eine Wiederherstellung unmöglich wird. Damit erfüllt SpiderOrg die Anforderungen, die ich an ein Backup stelle. Ich würde aber trotzdem zur Vorsicht raten. Hat das Programm einen Fehler, kann es passieren, dass alle lokalen Daten gelöscht werden können. Je nach Umfang des Fehlers können auch die Daten auf dem Server davon betroffen sein. Ich würde sicherheitshalber noch eine Kopie der Daten auf einem externen Datenträger aufbewahren, um ganz sicher zu gehen.